Was geht, meine Homies? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video NBA 2K20 My Team auf diesem Kanal. Ich stehe 11:0 zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufgenommen habe, und das ist mein Lineup, mit dem ich den Run gemacht habe. Full Ruby Squad mit Amethyst, Isaac Bonga auf Point Guard, der Deutsche von den Fan-Favorites. Eine richtig, richtig gute Karte. Und ich war richtig nervös. Ich weiß jetzt schon, wie es ausgegangen ist. Manche von euch wissen es vielleicht auch schon. Wenn sie mir auf Twitter folgen, ich habe einen kleinen Hint gedroppt und das Thumbnail auf Instagram, was ich gepostet habe, verrät auch schon einiges. Das ist das Team, gegen das ich antreten musste. Es ist mit der Methode, die ich angewendet habe, mit diesem Starting 5 so gut wie möglich in Anführungsstrichen, weil wir jetzt hier mit dem Budget Squad spielen und der Full Bronze Bank, die das Overall lowert. Es hat funktioniert. Ich hatte zwischendurch ein paar Gegner, die mir wirklich Kopfschmerzen bereitet haben. Es gab Leute, die haben einen Galaxy Opal Ben Simmons mit einem Galaxy Opal Ball Ball kombiniert mit Budget-Karten gespielt. Und das ist wirklich, wirklich schwer gewesen, auch für einen Isaac Bonga da den Ben Simmons zu verteidigen. Und es waren richtig viele Sweaty Games dabei, die ich aber nicht aufgenommen habe, weil ich diesen Run wirklich in letzter Minute gemacht habe. Ich habe in der letzten Nacht, wo es möglich war, also dem 31.03., noch bis in die Nacht gespielt, und das Game war jetzt circa um 2 Uhr oder halb 2 in der Nacht. Und der Gegner hat mich ein bisschen verunsichert, weil ich habe immer ein bisschen Angst, dass Leute halt die gleiche Methode machen und mit Karten spielen, die sie wirklich gut spielen können. Also Karten wie Shaquille O'Neal, die sind in der Offensive natürlich keine Gefahr, aber wenn jemand weiß, wie er mit Karten spielt, dann ist er auch da gefährlich. Ob das jetzt eine Saphir, eine Smaragd oder eine Ruby-Karte ist, das ist dann völlig egal. Wenn Leute spielen können, dann können sie dich so oder so zerstören. Und das Game ist so oder so so programmiert, dass du einen richtig guten Run haben kannst, und dann hast du auf einmal ein Game, wo 2K dich einfach bestraft. Du machst einen guten Shot, der jetzt zwar nicht Green Release ist, aber Full White nennen die Amis das immer. Und du triffst halt nicht, obwohl du das Timing eigentlich fast perfekt getroffen hast. Und das kann immer passieren, und deswegen habe ich mich noch nicht zu früh gefreut. Natürlich, der Gegner ist dann eine Erleichterung, wenn man ihn sieht, aber das ist noch keine Garantie zu gewinnen. Und genauso hat das Game auch gestartet. Ich habe hier ziemlich wenig Schnitte eingebaut am Anfang. Der Gegner ist noch im Spiel. Ich habe jetzt hier zwar den Steal geholt und habe die Möglichkeit, die ersten Führungspunkte wieder zu erzielen. Nehmen hier den Dreier mit Culver. Ist ein Small Forward, Ruby, der auch Point Guard spielen kann. Also wenn ihr nicht mit Isaac Bonga spielen wollt, könnt ihr auch diesen Culver benutzen. Der ist richtig, richtig gut. Hat einen soften Release. Ist aber ein bisschen kleiner als Isaac Bonga. Von daher war Isaac Bonga da doch mein Favorit. Auf Shooting Guard Dante DiVincenzo. Richtig guter Shooter. Relativ solide in der Defense. Ist jetzt auch nicht der Größte. Aber dadurch, dass er auch Point Guard als zweite Position oder sogar als erste Position hat, ist er ein ganz guter Ballhändler und ist relativ gut spielbar. Auf Small Forward habe ich Jeff Green ziemlich... Nee, da habe ich Culver gehabt. Genau, über den habe ich schon gesprochen. Isaac Bonga braucht man nicht viel zu sagen. Richtig gute Budgetkarte. Auf Power Forward habe ich Jeff Green, der für diese Position auch mega gut geeignet ist. Hat einen relativ soften Release, ist Ballhandling-mäßig mit 86 gut zu benutzen, ist beweglich. Das ist mir immer relativ wichtig, weil ich auch jetzt in den letzten Videos oder auf Twitter auch immer Empfehlungen erfragt habe und dann auch bekommen habe von Spielern, hauptsächlich auf der Center-Position, die bei mir ein großes Problem ist in dem Squad, den ich regelmäßig spielen möchte. Und da kriegt man oft halt Vorschläge, wie zum Beispiel ein Ilgauskas oder einen Ralph Sampson. Das sind Spieler, die ich auch schon selber gespielt habe. Die sind auch auf ihre Art und Weise auch ziemlich gut und Budgetkarten, aber ich finde, mir fällt es ziemlich schwer, mit Centern zu spielen oder generell mit Spielern zu spielen, die auf irgendeine Art und Weise unbeweglich sind. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, ob das der Wert laterale Schnelligkeit ist oder was auch immer, aber manche Karten sind einfach so unbeweglich. Bei Karten wie Ilgauskas zum Beispiel ist das auch absolut nachvollziehbar, weil ich glaube nicht, dass der in echt auch so athletisch und beweglich war, wie er, ja, also er war es einfach nicht, sagen wir es mal so. Genauso Dirk Nowitzki ist auch so eine Karte. Da habe ich mir den Galaxy Opal jetzt geholt, habe den gespielt und habe gemerkt, das ist einfach nicht spielbar. Und ich habe das auch so gepostet. Und warum ich Galaxy Opal Dirk Nowitzki hatte, ist ganz einfach der Grund, ich habe nach 3 Wochen Durchhalten kein Geld für NBA 2K auszugeben,
meinen Vorsatz gebrochen und habe wirklich dann auch Packs geöffnet. Und wer mir auf Twitter folgt, der hat das auch schon gelesen. Ich wurde in Anführungsstrichen leider belohnt. Ich habe Galaxy Opal Oscar Robertson gezogen, der 250.000 MT wert ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufgenommen habe. Und ich habe einen Pink Diamond Brian Scalabrine gezogen, der auch eine richtig gute Karte ist. Der war mir am Ende auch so unbeweglich, deshalb habe ich den dann verkauft. Warum ich die Karten hier nicht spiele, wie gesagt, das sind Karten, die ja, die machen das Overall nur unnötig hoch und dadurch kriegst du schwerere Gegner. Und diese ganzen Sweaties, auf die hast du keinen Bock, wenn du einen 12-0-Run starten willst. Ich habe jetzt in dieser Situation im zweiten Viertel von dem Game eine 5-Punkte-Führung erspielen können. Geh jetzt hier zum Korb, mach den Floater und es funktioniert nicht wirklich. Das heißt, der Gegner hat wieder die Gelegenheit, auf 2 oder 3 Punkte ranzukommen, macht hier die Freiwürfe und verwandelt auch beide. Hat wieder eine Aktion, trifft den Dreier zum Glück nicht. Und wo ich ihn gerade sehe, möchte ich noch über Thornmaker sprechen. Thornmaker spiele ich auf Center in diesem Budget Squad, ist eine sehr, sehr gute Karte. Ich habe schon ein paar Worte über ihn in einem vorherigen Video verloren. Es ist für ein Budget Squad so ziemlich der beste Center oder Power Forward, den du kriegen kannst. Mit 85 Ballhandling, glaube ich, mit seiner Größe und den Werten, die er sonst noch so hat, ist er einfach brutal. Der einzige Wert, der ein bisschen stört, ist, glaube ich, seine Stärke, weil er sich dann doch gegen die stärkeren Center, wie zum Beispiel so ein Shaquille O'Neal, zu easy wegdrücken lässt. Und das muss dann nicht mal ein Pink Diamond Shaquille O'Neal sein oder eine Karte wie Galaxy Opal Patrick Ewing. Da reicht schon der Amethyst und der wird unter dem Korb dominieren gegen diesen Thornmaker. Das ist ein bisschen schade, aber in der Offense kann man, glaube ich, ganz gut was mit dem Wettmachen. Wir starten in das dritte Viertel in diesem Game und der Gegner ist immer dran geblieben. Ich kam nicht wirklich weg. Ich hatte jetzt zwar mit 7 geführt zur Halbzeit, aber jetzt sind es auch wieder nur 5 Punkte. Und ich starte wieder den nächsten Angriff mit Isaac Bonga. Ich habe relativ wenig Plays gespielt in den Spielen, die ich hatte. Ich habe mich darauf verlassen, möglichst gute Defense zu spielen. Natürlich Off-Ball-Defense, weil leider Gottes ist das ziemlich overpowered und hat zwar nicht viel mit Skill zu tun, aber es ist eben das, was du machen musst, wenn du diese 12-0 erreichen möchtest. Und James Worthy ist wirklich eine Karte, wo ich sage, dafür lohnt es sich wirklich ekelhaft zu spielen, vielleicht auch mal ein 5-out zu machen. Isaac Bonga hat mich so getragen in diesem Game, macht jetzt hier den Assist für Dante DiVincenzo, hat eben den Dreier getroffen, den Green Release. Und ich konnte dann meine Führung auf 8 Punkte ausbauen. Hab jetzt hier mit guter Defense eigentlich viel geschafft. Schaffe auch den Rebound mit Thornmaker und kann ins Fastbreak gehen. Kriegt den Ball auf Dante DiVincenzo und der macht den Dreier rein und kann damit die Führung auf 11 Punkte ausbauen. Das war so der erste Moment, wo ich wirklich entspannter wurde in dem Game, weil ich gemerkt habe, okay, Gegner wird nervös, ich habe einen Vorsprung, ich kann ein bisschen lockerer lassen. Und das ist aber ein gefährlicher Punkt, wo man wirklich aufpassen muss, weil 2K auch ein Spiel ist dieses Jahr, was sehr von Läufen lebt. Du kannst mit 10 zurückliegen in einem Spiel und im dritten Viertel, wenn die Halbzeit zu Ende ist, kommt beim Gegner einfach gar nichts mehr zusammen, trifft die Körbe nicht mehr und man hat eine richtig gute Gelegenheit, um aufzuholen. Und deswegen war ich immer noch mit dem nötigen Respekt am Start und habe einfach in der Offense versucht, sichere Sachen zu machen. Hier das Play mit Isaac Bonga hat super funktioniert. Gegner ist aber immer wieder drin geblieben. Er hat das ein oder andere Mal eine Pause gedrückt, wo ich dachte, okay, jetzt geht er raus. Aber er ist nicht rausgegangen. Hat wahrscheinlich nur irgendwas in den Settings gemacht, hat kurz mal einen Moment Pause gebraucht. Hier Thornmaker mit einem überragenden Dreier. Richtig, richtig stark. 15 Punkte Vorsprung da. Und wir sind schon im vierten Viertel. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Einzige, was jetzt noch schief laufen kann, ist, wenn er jetzt rausgeht oder die Connection abbricht und ich dann eine Niederlage bekomme. Ich dachte, hier geht er auch raus. Ist nicht passiert. Aber hier hat er wieder eine dumme Aktion gebracht und ich habe ihn wieder eiskalt bestraft. Das hat die Führung auf jetzt mittlerweile 20 Punkte hochgeschraubt und da war ich wirklich entspannt. Da habe ich einfach nur noch gehofft, hoffentlich hält die Connection, hoffentlich kriege ich wie auch immer keine Niederlage, hoffentlich kriege ich meine Karte, dass alles klappt, weil bei 2K weiß man auch nie, was passiert. Ich habe jetzt gehört, bei dem Galaxy Opal Wilt Chamberlain, den es für den neuen Monat April gibt, es gab Leute, die haben das 12-0 gemacht, erfolgreich abgeschlossen und sie haben ihre Karte nicht bekommen. Und da hat 2K Support dann geschrieben, ja, okay, wartet 24 Stunden, dann meldet euch nochmal. Aber das ist extrem bitter. Ey. Stell dir vor, du machst das 12-0 und kriegst deine Karte nicht. An dieser Stelle hat der Gegner dann wirklich das Spiel verlassen. Ich habe
wirklich gezittert. Es kann immer noch passieren, dass ich das L bekomme, aber ich kann schon so viel sagen, das ist nicht passiert. Ich habe den 12-0-Run in letzter Sekunde, nicht buchstäblich, aber gefühlt in letzter Sekunde geschafft. 12-0, 12 Siege, 0 Niederlagen mit dem Budget Ruby Squad mit Isaac Bonga auf Point Guard. Bekomme meine Belohnung, 8000 MT, ich glaube 20 Token und Galaxy Opal, James Worthy und rosa Diamant Baron Davis, den ich hier gerade sehe. Den werde ich aber nicht einmal spielen, das kann ich jetzt schon sagen. Richtig, richtig heftige Karte, so viel kann ich jetzt schon sagen. Wenn ihr ein extra Video zu ihm sehen wollt mit James Worthy, wo ich mit ihm einfach ausraste, wie in den guten alten Zeiten, wenn ich eine gute Karte bekommen habe, einfach mal versuchen auf 50 Punkte oder so zu gehen und dann von euch 50 Likes zu fordern, für jeden Punkt ein Like, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren. Zerstört den Like-Button, wir sehen hier die Werte und die Plaketten. Da werde ich in dem Video, was ich dann dazu wahrscheinlich eh raushauen werde, ich kann es jetzt schon mal sagen, nochmal genauer drauf eingehen, aber es ist so eine Erleichterung gewesen, das wirklich zu schaffen. Ich habe auch wirklich dafür geschwitzt, muss ich ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank an alle, die mir in der Zeit versucht haben, irgendwelche Tipps zu geben. Ich habe das ein oder andere umgesetzt und es hat funktioniert. Wir haben es, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, gemeinsam geschafft. Vielen, vielen Dank für euren Support zu den letzten Videos. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen, damit der YouTube-Algorithmus die Videos nach oben klappt. Das ist jetzt mein Team. Ich verabschiede mich. Ich bin erstmal raus. Euer Misi und ciao.